Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Hier habe ich eine Ständerwand oder eine Trockenbauwand erstellt. 75er Profile, einfach beplankt. Das ist jetzt im Keller ideal, aber wer mal sehen möchte, wie ich das mache, bleibt dran. Und wer das nicht sehen möchte, schaltet ab. Und wenn euch das Video gefällt, drückt auf Abonnieren, drückt auf Like oder was auch immer. Keine Ahnung. Und da kriegt ein paar Sachen erklärt, wie ich halt so ein Wand an und Feierabend. Ja? Also wer da Spaß dran hat, viel Spaß. Hinter mir muss ich diesen Bereich, muss ich einen Raum erstellen mit Trockenbau. Das heißt, ja, mit Ständerwerk, mit den Profilen, die liegen da vorne. Zeige ich euch mal kurz. So, ich habe nicht schon meine Laser abgestellt. Der ist schon am Leuchten, ne? Hey, überall. Hey, ja. Da seht ihr den grünen Strich an der Decke und und. Was braucht man denn alles dafür? Was zählt man dazu? Dichtungsband, Moosjummi, manche nennen das. Gib es auf der jeweiligen Stärke der Profile. Ich habe jetzt 75er Profile, das bedeutet, die sind 75 mm breit. Ja? Einmal U-Profile, die auf den Boden und an die Decke kommen. Und die C-Profile, also UW, W für Wand, U, weil U, ne? Da aussieht wie ein U. Sag ich das mal von der Seite. Das hier sind die U-Profile. Und das sind die CW-Profile. Ja, kann man erkennen vielleicht. Die haben so eine kleine Kante drin, wie so ein kleines C. Wie gesagt, und da kommen die Dinger dran. Zum Beispiel am Boden, an der Decke klebt man das dran und an der Wand auch. Wegen der Schallübertragung und sowas alles. Ne? Aber hier ist das nicht so wichtig. Was haben wir noch? Ja, Trockenbauplatten haben wir darunter. Alles Einmannplatten. Halt, wegen dem Zugang war das hier so gewählt. Schrauben, Dübel, Glasfaserstreifen und was haben wir noch? Ach ja, und UA-Profile für eine Tür. Genau, das sind die UA-Profile. Ja, das sind die Sachen. So, ich stelle euch irgendwo hin, könnt ihr mir zwischendurch mal zugucken. Ja, und ja, hoffentlich gefällt euch das Video. Und wenn euch das gefällt, abonniere, like, weiterempfehlen. Ja, der Typ ist nämlich total Banane. Das bin ich. So, dann fangen wir an. Als erstes wird festgelegt, wo die Profile und wo die Wand hin sollen und auch die Öffnung der Tür. Ja? Ihr seht an dem Laser, wir haben ja damals gesagt, von der Wand 2,50 Meter und von der Wand bis hier rüber, Moment, machen wir nochmal neu, komm, von hier rüber her. Ne? Also von der Wand 2,50 hier rüber und von da nach da 3,50. Wurde so festgelegt, müsst ihr immer gucken. Ne? Und fertig. Die Höhe, was haben wir hier, 2,30, ne? Ist ja Keller. Und mit dem Laser habe ich mir jetzt mal die Punkte an der Wand mal gemacht. Dann bin ich mit dem Laser, ne? Hast halt, den Laser auf die Punkte geschossen. So, und dann habe ich halt mir noch ein paar Punkte, habe ich mir an die Wand schon mal gemacht. Jetzt tue ich nämlich den Laser weg, den mache ich nämlich jetzt aus. So, und dann sehen wir hier, könnt ihr ja nicht erkennen, ich mal da vorne an die Wand. Ah, hier in die Wand habe ich mir hier den Strich, kann man das erkennen? Ja, den Strich. Bin ich einfach dem Laser, habe ich ein paar Striche gemacht und das hat die immer durch. Und dann kannst du die Profile dran halte fest, bohre Feierabend. Gut, so jetzt machen wir Moos Gummi, weil ihr seht, hey, Dichtungsband machen wir uns fest. Ja, ganz einfach. Ja, hier vorsichtig dran. So, wie gesagt, das kommt nur an den Teilen am Boden, an der Wand und an der Decke. Für was anderes braucht er nicht. Okay, so wird er dran gemacht. Feierabend.
So, da werden die Dinger hier festgebohrt, an die Linien gehalten, an das Maß, was ihr euch gemacht habt. Also, ne, ich hoffe, man versteht mich gut. So, und dann bohre ich nicht in diese vorgefertigten Löcher rein, weil kommt doch an, was ihr für Dübel nimmt, dann gehen die so durch. Also ins Metall reinbohren. Moment, da werde ich schon Schlagbohren drück. Macht da so alle 75 also Zentimeter reich. Ne? Kommt natürlich immer auf jede Wand, jede Belastung anders, aber das ist jetzt einfach nur eine Kellerwand. Da kommen realeren, im Keller könnt ihr auch eine Kramere. Ne? Also 75 Reichdicke. Gut. Also, so wie in die Festival. Die Längen sind ja meistens, ich habe mir 2 Meter Profile genommen, weil von den 4 Meter Profilen, die man jetzt bestellt haben, also der Laden hat jetzt noch 4 Meter, entweder 2 oder 4, manche haben auch andere Längen. Ja, das heißt, wenn man mal ein Profil kürzen muss, was natürlich sein kann, dann schneidet man die mit einer Blechschere, mit dem Winkelschleifer, ich weiß es nicht. Also vorsichtig, danach ist das Metall, das geschnittene Metall scharf, müsst ihr aufpassen, das kriegt man einfach mit der Blechschere geschnitten. Man kann es jetzt aussuchen, ob man das jetzt mehrmals knickt oder direkt schneidet. Dann ist das auch erledigt. Ne? Also wie gesagt, hier vorsichtig, die Kanten sind scharf. Das ist jetzt nämlich der Reststück von dem Profil dahinter. Das kommt jetzt auch noch hier, das Moosium hinten drauf und fertig. Wenn ich jetzt so ein Stück dran setze und beim Bohren, das kann manchmal sein, dass das ein bisschen hin und her wackelt. Da habe ich mir, ich habe mir damals mal eine schöne Waffe gekauft mit einem Magneten. Oder natürlich zwei Hände in der Hälfte tut das auch. Ne? Zwei Hände in der Hälfte. Zwei helfende Hände. Also Magnet. Zack. Und dann liegt das Ding gerade an. Ne? Hier ist ein guter Magnet da drin. Und dann läuft das in einer Linie und dann bohre ich fest. Weil ich bin meistens alleine und da muss man gucken, wie man sich selber hilft. Ne? Also. Natürlich der Vorführeffekt. Ne? Das ist natürlich ja nicht so. Bitte keiner mit so neunmal klugen Sprüchen wie Löcher auspusten oder raussaugen. Ja, ist klar, am Popo ist der Himmel blau. Ne? So. Urprofil am Boden befestigt, gerade. Ne? Wie gesagt, kleiner Kniff mit der Magnetwasserwaage. Yippie! So, jetzt mache ich das CW-Profil dran. Auch nichts viel anders. Klar, ist jetzt kein Estrich. Wenn ihr auf Estrich geht, müsst ihr mal gucken, ist da eine Fußbodenheizung oder sowas. Ein paar Dinge solltet ihr schon beachten. Ne? Sonst wurde ja auszusehen in der Leitung. Ne? So, auch hier das Profil hat
muss Jummi drauf, ne? So, und dann einfach in das C rein, in das U rein. So, ja, habe ich hier zur Not meine Magnetwasserwaage immer noch dabei. Ich halte, richte mich jetzt an die Striche, die ich vorher mit dem Laser gemacht habe. Ja, und der Laser ist gelappt. Kann ich das Profil mal loslassen. Und ich habe oben, habe ich 5 mm habe ich Luft gelassen. Warum? Weil ich jetzt gleich das, wieder das U-Profil, was da vorne steht, kommt ja da oben rein, für hier oben dran in die Richtung. Ja? Und dann nutze ich nachher meine Stütze, dann zeige ich einfach mal, lass einfach mal die Kamera laufen, bisschen kommentarlos, und dann sieht man das, wie das halt befestigt wird, ja, und wie ich halt diese CW-Profile in die U-Profile stecke feierabend. Was noch wichtig ist, ist zum Beispiel, was ich eben vergessen habe zu sagen, ob ihr jetzt 50 mm, 75 oder 100er Profile nimmt. Einfach beplankt auf beiden Seiten, doppelt beplankt auf beiden Seiten. Ja, das alles zu berücksichtigen beim Einteilen der Striche auf dem Boden, an der Wand, was auch immer. Ja, die meisten, sagen wir, Standardplatten, ganz normale, haben 12,5 mm auf beiden Seiten drauf. Hast du 25 mm, hast ein 75er Profil, beide Seiten einfach beplankt, hast du 10 cm. Und das musst du dann berücksichtigen, dementsprechend, wo du deine Wand haben willst. Ja, okay, so, und bei der Türöffnung, bei der Höhe hat der Mann hat darauf bestanden, dass er hier diese UA-Profile möchte, also brauchen wir nicht. Und er sagt, will ich, dann soll er das haben. Ne? Bei anderen Höhen, da sage ich, ist okay, dann machen wir das. Ne? Aber der will sie, der hat sie gekauft und Feierabend. Gut. Also wahrscheinlich jetzt kommentarlos. Falls ich jetzt zu Sarah an, werde ich schon merken, wenn sich mein Schlüss bewegt. So, jetzt gibt ja auch Leute, die keinen Laser haben. Ich hab's vergessen, ne? So. Aber ein paar Striche auf dem Boden an die Wand kann man machen. An der Decke ist schon ein bisschen blöder, wenn man nicht zu zweit ist. Zum Beispiel mit dem Schlagschnurgerät, einer hält da und dann flitscht man sich das ein bisschen schön. So, ich habe jetzt vergessen, mir Striche an die Wand zu machen. Ist sogar ganz gut. Zeige ich euch mal, wie ich's, denn ich habe das ja früher, ich habe auch nicht immer einen Laser gehabt. Zeige ich euch mal, wie ich das eigentlich mache, wenn ich jetzt die Sachen erstmal klappe, unten im Winkel und nach oben ins Lot. Und jetzt dieses Profil hier, was hier steht, das setze ich jetzt auch direkt ins Lot und dann direkt gerade. Ja, da könnt ihr nichts falsch machen. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ja, so. Sah jetzt ein bisschen holprig aus, ist ein bisschen geklemmt. So, jetzt setze ich einfach dieses Profil hier, das hier, steht hier schief dran, ne? So.
das habe ich jetzt in die Waage gestellt und dann passt das. Ja, mehr mache ich nicht jetzt. Ne? Natürlich ist echt gut, wenn man noch zwei helfende Hände hat, aber ich bin, ich habe keinen. Und um das Ganze zu prüfen, schaut ihr jetzt an dieser mit einem Auge und bei der nächsten schaut ihr mal so vorbei, ob die auch so parallel laufen, dann ist das alles gut. Ja? So, bohre ich jetzt fest und dann ist es gut. Ne? Du, 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 du. Und der verrückt jetzt nämlich. Ja, jetzt mache ich hinter in Ruhe nochmal die anderen Dübel rein und dann setze ich einfach die Profile rein. Was ich mit der Wand gemacht habe, habt ihr gesehen, habe ich jetzt mit der auf der Seite auch gemacht. Und jetzt, also, hey, meinen Praktikanten habe ich dabei. Also. Erstmal wieder die schöne Wasserwaage. Fast von Jan Salei. Dann machen wir meinen Praktikanten. Das wäre ich ohne den. Meine dritte Hand. Wunderbar, oder? So, ich den festbohren muss ich für die 10 Meter noch grab die Kamera. Ne? Bohre ich jetzt fest, dann habe ich die Verlängerung. Und die Zehe. Ich schaue jetzt ums Trapez von da oben bis da unten. Ne? So, das sind so kleine Hilfen, die ich mir baue hier mit der Magnetwasserwaage oder mit der Stütze. Ne? Also wie gesagt, Löw. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Ne? Das ist jetzt die 350er Wand. Ne? Da kommt ja die, auf dieser Wand kommt die Tür rein. Jetzt passen sie ab, ne? Bei der Innenecke, damit ihr nämlich aufpassen. Ja? Ich will mal von draußen hin. Ne? Seht ihr ja hier die Außenecke und hier, da oben, ja, da lasse ich Platz, weil ich planke erstmal von dieser Wand die Innenseite und wenn ich das dazu habe, muss ich nachher, wenn ich das da oben zu habe, ne, bis da hinten dran, muss ich ja die Platte ausklinken, ja. Ich will ja als erstes hier das Profil, will ich ja nachher dran machen, das zeige ich noch und dann später auf dieser Wand hier, von der Wand, ist ein bisschen kompliziert. Ich sehe das einfach. Genau, und dann seht ihr das. Nur halt, damit ihr seht, aha, warum hat er das gemacht? Da oben habe ich was Platz gelassen. Ne? Wieder hier mein Praktikanten, mein Faulenzer, die Magnetwasserwaage, um die Richtung ein bisschen. Ne? Da habe ich so ein bisschen die Hände frei, falls das wackelt oder so, weil ich ja vergessen habe, den Strich zu machen. Hätte ich einen dran, hätte ich alles gut. Ne? Aber halt, es gibt viele Dinge, um sich irgendwie helfen zu wissen. Gut. Und dann, wenn das steht, dann können die ganzen Profile geschnitten werden, die CW-Profile, stellen wir die rein. Und dann noch halt dieses blöde UA-Profil, will ich brauchen, aber ich stunde da nicht an. Ne? Also, so sieht der Raum jetzt aus. Licht durchflutet. Und dann kann ich demnächst nur noch von einem Sieg filmen. Ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Das sind die zwei verstärkten Ständer. Normalerweise bei ja, so 250, 260 Höhen kommen da noch so Winkel rein und da unten mache ich aber hier nicht, hier ist ein Kellerraum. Ja, sonst hätte ich einen Keller in der Raum, der ich da lasse. Da kommen Bücher hin, wie gesagt. Aber normalerweise laut DIN bla bla blub ist sie ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe die noch nie eingebaut, ist noch nichts passiert, alles gut. Ne? Also. Wisst ihr Bescheid. Ne? Und hier setze ich jetzt noch später auf die Höhe ein U-Profil später rein.
und in das U-Profil ein oder zwei C-Profile werde ich dann noch einbauen. Kommt von den Platten her. Also wie gesagt, damit ein bisschen wieder zwischendurch ein paar Bildchen, ein paar Filmchen zeige ich mal. Gut, die hole ich halt jetzt noch raus, weil ich fange erst mit der Seite an. Ne? Die tue ich weg, damit ich auch hier schrauben kann. Okay? So, jetzt habe ich die Profile von der Ecke, alle 50 daran gemacht. Und jetzt beplanke ich natürlich von innen den Raum als erstes und seht ihr gleich, dass ich die Platte nicht direkt auf dem Boden, ja, das ist ein schwimmender Estrich, das heißt, da kann Bewegung sein. Wenn ich die direkt auf den Boden mache und der Boden kann vibrieren, ich muss nicht sein unbedingt, ja, weil wenn später Fußleisten dran kommen, können die Fußleisten das Ganze verdecken. Also man lässt immer etwas Platz, das mache ich da mit der Spachtel. Da lege ich zuerst die Spachtel rechts, mache ich eine Schraube rein, dann gehe ich nach links, lege ich eine Wasserwaage auf die Platte und hebe die ein bisschen an und schraube die dann da fest und dann schraube ich die komplett fest. Ja? Dann nehme ich da für Schrauben 25er Schrauben, weil es ja einfach beplankt, Feingewinde. Gut. Jetzt stelle ich dafür, steht das Stativ, stelle ich dafür und drauf, und ein bisschen gucken. Thank you.